Also denk doch einfach mal positiv. Ist dir so ein Kommentar auch schon mal untergekommen? Für PatientInnen mit chronischen Schmerzen und häufigen Rückschlägen ist dieser Tipp wohl wenig hilfreich und hat zur Folge, dass sich Betroffene nicht wahrgenommen fühlen. So geht es auch vielen Endometriose-Betroffenen. Eine positive Einstellung und positive Gedanken und Gefühle können natürlich immer unterstützend wirken, sind aber kein Heilmittel für eine chronische körperliche Erkrankung. Die gute Nachricht ist aber, es gibt Behandlungsoptionen für Endometriose und du bist nicht allein. Auf der Webseite findest du hilfreiche Informationen und Kontakte, an die du dich wenden kannst.